Jetzt kommen wir dann zur nächsten Folge von Resident Evil, nochmal, von Fallout, von Fallout 4. Wir sind jetzt erstmal gestorben, es schleidet schon wieder für mich ein bisschen her, wenn ich zugeben muss. Hat mich das letzte Mal mein Gewehr gefunden? Oder war es das, was ich unterwegs verloren habe, weil ich gestorben bin? Nö, hab ich nicht. Okay. Gut, ich weiß auf jeden Fall, das letzte Mal wollten wir noch nach unten latschen. Hier waren wir mal, das weiß ich noch. Nein, die da brauchen Hilfe. Hier ist Diamond City. Okay. Dann würde ich mal behaupten, die Temnis irgendwas. Dass wir nochmal hier hingehen. Und dann weiterlaufen. Einfach so als Erkundung. You know. Weil ich wüsste sonst nicht, was wir tun sollten. Ich habe das Gefühl, dass Diamond City für uns noch ein bisschen zu weit weg ist. Ja, weil Diamond City ist viel zu weit weg. Da würde ich mal gerne mit einem Power-Anzug oder so runterlatschen. Deswegen würde ich sagen, lass uns einfach das Gebiet mal erkunden. Ach stimmt, Dogmeat finden wir jetzt. Ich habe leider die Impfung bekommen. Da wurde ich anscheinend ein bisschen verarscht. Dass das hier nicht zählt. Wer braucht schon Freunde, wenn du ein unbekannter Weg bist? Alter, 15% weniger Schaden, du kannst 50% mehr Ausrüstung tragen. Müssen wir jetzt mal gucken. Da wir jetzt eh da vorbeilaufen. Und ja. Das letzte Mal war er hier. Dogmeat. Dogmeat. Okay. Lass mich kurz speichern. Kann ich ja auch warten? Oh, schau mal. Ja. Hey, Junge. Alles okay? Alles okay, Junge? Was geht's? Los, Junge. Hey! Ne, wir können immer noch genauso viel tragen. Dann bin ich nicht so sicher. Auf jeden Fall müssen wir noch Level 6 werden. Das ist erstmal das Wichtigste. Damit wir das Handelszentrum endlich bauen können. Dann hat es erledigt, dass wir jedes Mal zu Sanctuary laufen müssen. Also, sagen wir mal, einmal müssen wir auf jeden Fall noch nach Sanctuary gehen. Da werden wir nicht dran vorbeikommen. Aber dann. Gut gemacht, Doc mit. Gut, gut, gut. Die machen uns ja mittlerweile kein Damage mehr. Puh. Wenn mich das nicht täuscht, soll das doch das gleiche sein, oder nicht? Nicht stimmt, erstmal müssen wir in dieser. Das ist gerade gebellt. Sollte ja gleich nach der Steingrube kommen. Und dann können wir einfach mal gleich weiterlaufen, würde ich sagen. Wir laufen einfach mal an denen dann vorbei. Gucken, was kommt. Gucken, wer unsere Hilfe braucht. Dicksicht aus. Na, da waren wir schon.
Tja, macht halt nur das zu Sinn. Hier habe ich ja die meiste Muni. Jetzt erinnere ich mich, wir sind das letzte Mal durch eine Mine draufgegangen. Ich finde es so Zeit, dass wir jetzt mal überall einen Außenposten mal ausbauen. Einfach damit wir es haben. Hier waren wir doch schon mal, ne? Ja. Ja. Gut. Das Problem ist, das Lager, das ist Außenposten da oben, ist echt scheiße zum Bauen. Und guckt euch mal die Kacke an. So. Es geht. Also an Essen wird es halt bei denen echt nicht leiden, ne? Muss man sagen. Gut, wie sieht's aus? Betten haben sie welche. Dann hier was, ne? Lockt neue Leute an. Genau, Wohnstrom. Generator. See you later, Generator. Hey, das ist schon wieder scheiße hier. Wir haben halt nichts. Weil uns immer noch die Fähigkeit fehlt. Darf ich ja mal. Scheint wirklich was zu werden. Ich werde es mir trotzdem von euch wegklauen. Ihr habt es mich nicht verdient. Hey, hallo, Hündchen. Hat er mich gerade Püppchen genannt? Wait a moment. Wasser. Essen. Also die Brokkoletten sind schon generell mal cool aus dem Ablaufen. Aber wenn, würde ich schon gerne, ich sag jetzt mal so in die Richtung. Mal gucken, was hier so auf uns zukommt. Da oben zum Beispiel. What is this? Warte, ich sollte lieber speichern, ne? Bevor ich weiter renne. Ehe ich doch dran vorbei renne. Schlafen. Aber wie gesagt, ich glaube, sobald wir hier 3 Siedlungen aufgebaut haben, sieht das, glaube ich, gut aus. So, dann nervt uns das schon mal gleich nicht mehr. Wie komme ich da hoch? Boah, diese riesige Festung, Alter. Ich würde sagen, let's go, oder? Ich freue mich selbstverständlich, wenn wir dann mal in Diamond City ankommen, aber bis dahin müssen wir uns hier mit Wolf vergnügen. So, Geschätze finde ich ist ein No-Go. Hey, liegt da ein Flugzeug. Gunner!
Schaden. Die jetzt auch treffen würde. Na, kommt jetzt zu mir. Natürlich nicht, diese Feiglinge. Mensch, Stockmin, du bist aber auch keine große Hilfe hier, ne? Sind versteckt. Wo seid ihr hin? Dammit. Noch zwei Molotovs. Nein! Mann! Gut, da gehen wir nicht hin. Hab's kapiert. Haben wir nicht gerade woanders gespeichert? Weil da ist wieder dieses Bett abgebildet. The fuck? Ich würde schon sagen. Laufen wir alles mal ab. Gut, da ist schon mal Tabu für uns. Da gehen wir nicht hin. Dann gehen wir weiter in die Richtung. Irgendwo muss es ja weitergehen, oder? So, hier ist doch schon mal unsere Power-Rüstung. Was ich halt nochmal gerne machen würde, ist hier runtergehen. Aber das sah aus wie ein richtig geiler Ort, um eine Basis zu bauen. Jetzt müssen wir nur gucken, ob da auch alles reinpasst. Mein Gott, Leute. Ich sterbe ja wegen so einem scheiß Hund. Ich will doch nur einmal Level up werden. Mein Arm ist verkrüppelt. Genau, das können wir leider nicht reparieren. Weshalb ich jetzt sage, wir laden aber nochmal neu. Ja, sorry Leute, wir kommen halt gerade nicht wirklich voran. Ich schieße wie so ein Depp die ganze Zeit. Ich krieg nicht mal das Visier auf die Waffe gerichtet. So, da fehlt jetzt hier nochmal Wasser. Ich habe jetzt ein gutes Gefühl. Ich nehme mal, dass es wieder eine Arzttasche sein wird. Wir haben leider keine. Ist jetzt noch markiert.
Es ist halt auch. Gib mir eine Minigun, dann würde ich hier einfacher durchkommen. Glaube ich zwar nicht, aber. Psch. Ich hoffe, wir kommen noch diese Folge irgendwie lebend in dieses Autohaus an nächstes Mal. Autokino. Das wäre schön. Ich esse mal kurz was wegen Heilung. Wir sollten gar nicht mehr respawnen, also ich hoffe es natürlich. Gut. Das ist gut. Alle Anfänge sind schwer auf irgendeine Hardcore-Welt. Dann geht's. Dann wird es finale meistens wieder schwer. Da sind wir. Fühle ich mich gleich viel wohler. Ich glaube, ich muss mal die Musik ein bisschen lauter stellen. Das ist doch irgendwie schon sehr leise. So, Dogmeat, ja? Die hat mich das letzte Mal in die Mine getötet. Wieso hast du mich nicht vorher gewarnt? Nein, ich habe sie gerade gesehen. Oh, ist das zum Kotzen, Leute. Ist das zum Kotzen. Wir kommen nicht voran. Ich komme aus dem Start. Ich komme aus diesem Startgebiet aber nicht raus. Ich mache die Tür auf und ich sterbe. Wasser, bla bla bla. Vier Hunde. Ich habe jetzt mal eine Schrotflinte dafür. Sie passt voll langsam. Ich dachte, die Mine liegt noch auf dem Boden oder so. Ich habe auf eine Bodenmine geguckt. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt wie an der Tür. Checkpoint neu setzen. Ja, ich will nach da unten. Ich hoffe einfach, dass wir noch um dieses Gebäude herum, sage ich jetzt mal, vielleicht noch einen Kern finden, dass ich meinen Poweranzug wenigstens mitnehmen kann wieder. Ich würde den dann auch erstmal dort hinstellen. Das ist mir egal. Aber Hauptsache, ich kann den irgendwann irgendein Gestell wieder abstellen. Ich glaube, es wird dann Zeit, dass wir doch unser Poweranzug upgraden. Eine Stufe, dass er mir viel mehr aushält. Wie entschärft man so eine Falle? Problem ist, ich will es halt nicht jetzt probieren, indem ich A drücke. Wie halt, als würde man den Minen entschärfen. Hast du das gehört? Was ist das hier? Will ich hier hin? Hallo? Oh mein Gott, Alter, wie erschrocken. Okay, du bist tot. Oh!
Wer denn noch, ey? Hab eine Krankheit, ja. Ich weiß ja nicht, was ich für hab, aber ich hab's. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und somit auf Wiedersehen.